So, hallo und willkommen zurück zu Project Infinity, hier mit dem Philipp und dem Nico, der hier noch vor mir steht und ich verhungere gerade. Wobei mein Schild sich irgendwie schneller wieder auflädt, als ich verhungern kann. Was sehr witzig ist. Ich habe drei Orberry-Bushes gefunden. Und ich werde Finde hier ich gerade wieder ein gut. bisschen von Industrial Craft verarscht. Weil Ja, so wie immer man halt. für Batterien kein Refined Iron, Copper Cable und Redstone braucht, sondern Redstone Tin Item Das Casings war und aber immer schon mit Tin, Alter. Ja, Ja. Tin war schon Die immer so, Batterien aber waren Tin immer schon mit. Casing, Nein, da Tin war Item Redstone. Casing war es nicht. Aber so sparen wir Zinn. Denn wir kriegen aus einem Zinn zwei Tin Item Casing und wir brauchen vier Tin Item Casing. Aber wir brauchen ein Okay. Tin Cable. Und das war. What? Wir brauchen einen Cutter übrigens. Man braucht so viel hier, um irgendwas machen zu können, steht Wie hier. lustig das einfach ist. Für einen Cutter Ich brauchen brauche wir einen Iron Plates Carrot und. Backpack, damit es so schwer wird. Nee. Ja, schon. Wir schaffen das auch ohne. Wir schaffen das Aber mit dem ganz normalen. Dings. Geil. Ich schmelze mal ein bisschen Kupfer ein. Nicht gedacht, dass ich den Baum wieder Nein, finde. verdammt, okay. Irgendjemand Was? hat das Bone Meal genommen. Ja, das war der Ja, das war Philipp. ich. Und ich habe immer noch nur ein Herz und nichts zu essen. Ja, ich schaue In der gerade, ob ersten das. Kiste müsste ja was drin sein, aber Ist da ganz normales bei Weizen Bone Meal drin? nur noch ein halbes Reicht. Herz. Welches ist denn eigentlich die Essenskiste? Ach, hier. Ja, das sind zwei Brote und ein Apfel und vier Eier drin. Eier, Ja, wir die brauchen Eier, Eier. die kann man halt nicht essen. Ja, das ist halt Die blöd. habe ich da halt einfach mal mit rein für Kuchen und so. Ist ja auch Nahrung. Wir könnten uns Pumpkins suchen und dann Pumpkin Pie backen, weil der relativ günstig zu kriegen ist immer. Okay. Ich habe noch nie Pumpkin Pie gemacht. Ich Nicht? Der einmal in der heilt alten nämlich Version. tatsächlich, ich glaube, sogar vier Hunger und ist herzustellen aus einem Zucker, einem Kürbis und Den kann man aber nicht platzieren wie einen normalen Kuchen, oder? Nein, das Nee, ist nur nee, ein das ist nur zum Paket. Essen. Okay. Aber der ist sehr günstig und heilt relativ viel Hunger wieder. Also ich sage immer heilt, aber er stellt ja nur wieder her. Das meine ich damit eigentlich. Ja, wir haben trotzdem Okay. kein Eisen. Meine Mist. Skelette. Okay, Skelett hat mich getroffen. Ich bin tot. Dann musst du jetzt vom Spawn zu deinem Deathpoint finden. Der wird ja auf der Karte angezeigt und dann wieder hierher. Nachdem ich aus der Welt gefallen bin. Ja, Ja, genau. das Das ist auch ist beim Restart leider ein so. Bug. Den weiß ich auch leider nicht, wie man fixen könnte. Sonst hätte ich es schon gemacht. Glaub mir. Wo ist das Yay. verdammte Ich fall so Haus? unfassbar lang. Ich bin Das so Haus ist bei unfassbar minus hinunter 180, keine Ahnung. am Boden. Ja, das dauert ein bisschen, bis du dann plötzlich wieder in der Welt stehst. Aber der Punkt wird kommen, hoffe ich. Nein, Zur Not der kann ich Rubber dich immer noch Tree. Ich habe porten. zweimal Rubber Trees. Oh, Philipp hat Rubber Trees Dreimal. gefunden. Und Ja, viermal. ich hab's geschafft. Gut. Und einmal Busch. Was bringen mir eigentlich diese Nochmal Granaten? Busch und Ich weiß, dass ich Granaten. auf Gegner Drück. werfen kann, aber Ja, ich weiß nicht, damit ob ich kannst die du werfen auf Gegner oder werfen. schaden. Bei Mobs oder Ja, und bei anderen Spielern. stören nichts. Nein. Nein. Absolut nicht. Und meine Katze, nein, mein Kater jault Und ich im bekomme auch ein bisschen Hintergrund. Hunger zurück. Ich habe jetzt drei Hunger. Was? Wie viel hattest du vorher? Null. Okay, ja gut, dann kriegt man halt nur drei wiederhergestellt. Ist Ja. aber Ich könnte mich auch trotzdem. einfach dreimal umbringen und dann wäre ich voll. Nein, Nein. weil du immer nur auf drei Hungerbars wieder hochgedingst wirst. Genau. Aha, Vielleicht. wenn du mit Bin mir dem aber nicht sicher, Stick weil. auf irgendwas haust, kriegst du die Metadaten. Ah. Interessant, wusste ich auch Was nicht. bringt uns? Nix. Ich habe nur Nichts. gerade mit einem Stick einen Busch kaputt gemacht und dann stand da irgendein Zeug im Chat. Du Ja, hast meine guck. Büsche wieder kaputt gemacht. Ich hau auf ein Leaf, dann steht da Blockname, Tile.leaves, Block-ID 18, Metadata 8. Das ist gut. Das bringt bestimmt Gras irgendwas. ist Block-ID 2, Metadata 0. Whatever. Ja, wie auch immer. Genau, ich rode jetzt einfach hier ein Okay, ich bisschen habe Wald. einen Wir können hier noch Erzboden einfach gefunden. anziehen. What? So viel? Krass. Das ist ja mehr Ich habe keine Angst, als ihn zu platzieren.
Oh nein, er wird ihn platzieren. Ha! Nichts passiert. Irgendwas ist schiefgegangen. Ja, Mist, ne? Da steckt jetzt in der Mine an der Decke. Auch gut. Ja. Gut. Ich werde jetzt mal Gold suchen gehen. Ich glaube, wir müssen noch unfassbar viel meinen. Ja, das auf jeden Fall. Wir sollten uns eine Quarry bauen. Dafür brauchen wir aber Diamanten. Ja. Wir müssen noch viel meinen. Genau, es gibt Quarry Plus. Das heißt, man kann Quarries auch mit Glück und so weiter verzaubern. Das ist cool. Glaube ich. Ich glaube, ich hab's wirklich noch rein. Doch ja, Quarry Plus. Wow, die musst du aber erst bauen. Die braucht nämlich eine normale Quarry, zwei Redstone Diamond Chipset, ein Pulsating Chipset, 16 Yellow Pipe Wire und 8 Chests. Das dauert das ewig. Ja, tut es. Gute Weile dauern. Es geht trotzdem, wenn du erstmal eine Quarry hast, hast du ja ordentlich Ressourcen. Und dann kannst du auch auf Dauer die Quarry Plus bauen. Und hier ist ein Mechanismus drin, das heißt, wir können die Quarry theoretisch auch mit einem HV-Solarpanel betreiben, wodurch das Ganze dann richtig abgeht. Ja, das sollten wir dann auf jeden Fall machen. Genau, wir werden dann einfach MV oder ein paar Low-Voltage-Solar-Arrays reichen ja auch. Hier, wie das einfach so in naher Zukunft ist, dass man ein HV-Solarpanel hat oder wenigstens überhaupt realistisch bei uns. Wir bauen eine Spark-Fabrik, dann haben wir das schnell. Oder bei uns, was sage ich bei uns? Bei Feed the Beast war das so. Ja, ja. Wir haben ungefähr 150 Parts gespielt, wenn man absolut alle zählt. Und ich glaube, wir haben jetzt ein Ultimate HV Solar Panel. Ja, hier gibt's ja nicht die Ultimate, sondern hier gibt's nur die High Voltage, Medium Voltage, ja, genau, die du aus normalen Solar Panels brauchst. Ja, ja. Nur, dass die Ultimates halt auch bei Nacht produzieren. Ja. Ach, das ja, das und Energie storen können. Ja. Aber nicht viel. Doch, schon. Die Ultimate können richtig viel. Ganz kurz, das Solarpanel, ach nein, okay, das ist immerhin gleich geblieben. Zumindest in der Theorie. Das war nicht besonders viel wert, oder? Was? Nee, Copper war aber früher auch schon so, dass es relativ viel gab. Ja. Man hat nur nicht so viel gefunden, weil man immer zu tief war. Copper gibt's nämlich nur über 35 oder über 36. Und man ist normalerweise ja, um Diamanten zu finden, auf Höhe 13 oder 12 und ja, so. Ja, wenn du das gerade schon alles so schön weißt, kannst du doch bestimmt auch sagen, wo Gold ist. Gold ist unter 36. Unter 36. Ja, Gold ist noch ein Stück weit höher. Also ich würde sagen unter 32 sogar. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es war irgendein 30er Wert, also relativ weit unten auch. Geil! Oh, was du reingepackt hast. Was? Ich weiß nicht mehr, wie der Mod heißt, aber diverse ME-Maschinen kann man sich damit bauen, das weiß ich noch. Ja, genau, das ist geil. Das ist fürs Lagerungssystem. Das ist Applied Energistics oder Energistics, wie auch immer. Das Lagersystem ist so geil, ich liebe das so. Das macht dann ich, darum kümmere ich mich. Nein, das will ich machen. Nein, das will ich machen. Irgendwas will ich auch machen. Ich hab hier das Quarz. Ja, und ich habe auch schon Quarz. Nein, lüg nicht. Ihr könnt euch ja streiten, wenn es dann soweit ist. Genau, ist wir brauchen ja erstmal Strom. Das ist extrem billig. Ja, aber wir brauchen Strom. Mit einer Chest und so weiter. Naja, der Controller braucht konstant Strom und dafür brauchst du. Wenn du es. Ja, eben. Wenn du nichts verkabelt hast. Aber das Solarpanel brauchst du erstmal. Haben wir einen Macerator? Nein. Weiß immer noch nicht, was ihr für eine Enttäuschung seid. Tut mir leid. Okay, ein bisschen Quarz schon wieder. Was hast du mit dem Hammer gemacht? Den habe ich mitgenommen, so schlau wie ich immer. Ah, okay. Na dann. Ich komme gleich wieder hoch. Nee, lass mal. Wir haben ja eh kein Eisen, sonst. Ich finde hier auch nur Kohle und Copper. Ja, das ist halt das Problem. Deswegen komme ich jetzt auch mal wieder runter, dann sind wir wenigstens alle drei irgendwo in der Mine und tun was. Ja, ich gehe wieder. Ich könnte eigentlich mal schauen. Ach, wir haben erst 9 Minuten, okay. Cool. Cool. Osmium. Osmium brauchst du für Mechanismen. Ist wichtig. Damit kann man Buildcraft-Energie in Industrial-Craft-Energie und weiter. Das hat Nico dahin gesetzt. Fand sich voll gut dabei. Ich frag einfach mal nicht. Nee. Ich
hab gedacht, das wäre sowas wie eine Atombombe. Nur aus Holz. Kann man ja vielleicht machen. War die von 1603, die Atombombe. Genau. Die hat man damals schon verwendet. Die habe ich 5 Jahre in den Reaktor gelegt und habe ich gedacht, das explodiert vielleicht. Ja, hat wohl nicht so ganz geklappt, oder? Ja, leider nicht. Ich gehe mal auf Diamantenhöhe und digge da ein bisschen. Also ich gehe auf 12. Ich war mal gerade alles ab, was ich finde. Sagen wir 25. Ja, kannst du machen. Gut, Silber ist sowieso nichts nütze. Moin. Vielleicht ja doch, wir wissen es ja nicht. Wir kennen das neue Industrycraft ja nicht. Hier ist was für ein R? Cassitary. Lol, man. Dachte dein Spiel vielleicht. Nee. Aber was kann man daraus machen? Ach, Tin. Das ist das neue Tin. Ah. Gut zu wissen. Und das kommt krass oft vor, Alter. Ja, das ist das sehr Pick ist und man braucht eine komisch. Eisenpickaxe, um es abzubauen. Okay, gibt's gut, dass ich eine habe. Giant Sword Swords und so weiter, die es auch in Hexet gibt. Also Schwerter in verschiedenen Größen. Schätz mal schon. Giant. Hätte ich jetzt auch einfach suchen können. Nein, gibt es nicht. Okay, gut, hätte ich jetzt halt gedacht, weil es gibt ja auch diesen verbesserten Rüstungsmod. Erweitert, mit Backpack und allem. Ja, das ist aber was anderes. Hey, du Jockel. Das kann ja nicht mal ich richtig abbauen. Was ist das? Aluminium aus Galactic Craft. Achso, okay, brauchst du wohl eine Dia-Pickaxe für. Vermutlich, ja. Galactic Craft, damit können wir auch irgendwann mal zum Mars, so oder? Läuft die Treppe weiter. Ja, ich weiß. Was? Damit können wir in Galactic Craft, da habe ich ja diese komische Map. Das ja, damit können wir auch auf den Mars und so. Okay, aber da sind nur zwei. Was Planeten. Ist. Achso. Liegt ja, das daran, dass der Mars uns am nächsten ist, oder? Nee, ich glaube, es gibt nur die zwei. Oder? Echt? Der Mond von der Erde wird angezeigt, wenn du nah ranzoomst. Oh, da ist irgendwas explodiert. Ja, das war ich. Ach, du hast eine Granate geworfen, deswegen kam dir sie so. Ich hätte mir auf G die Galactic Craft Map gelegt. Das hab ich glaube ich auch, aber das sind halt auch die Granaten. Ja, Mist, würde ich sagen. Ja. Hier ist das ganz normale Tin Ore, das heißt, wir haben jetzt theoretisch Tranzen. Entschuldigung, dass ich wieder reingeladen habe. Ja, kein Ding. Orberies unterirdisch anbauen. Wahrscheinlich, ich glaube schon. Ja, sie brauchen Dunkelheit und Stein. Ja, du kannst ja einfach am Aufgang zu den anderen Stellen einfach diese Einbuchtung noch etwas vertiefen. Jetzt weiß ich, was mich immer gehittet hat, wenn ich da runtergelaufen bin. Du kannst die auch gern tiefer reinsetzen. Also ich habe noch mehr von diesem komischen Kasserit. Ach, das ist aus Immeasure Resource. Vor unserem Haus ist irgendwo ein Creeper. Ich habe gerade den Damage Indicator gesehen. Oh, schön. Ich traue mich noch nicht rauszugehen. Was auch immer das für ein Stoff ist, weil man aus dem Zinn machen kann. Ich finde ihn geil, weil ich jetzt einfach schon mal 46 Stück draus habe und man daraus einfach Zinn machen kann. Ja. Wir könnten sowas wie ein Macerator herstellen, fällt mir gerade auf. Das ist in, Buildcraft gibt es. Nein, in Applied Energetics schon drin. Echt? Ja. Das ist so ein Ding, das treibst du mit einer Kurbel an. Lol. Ach, das Ding! Ja. Der Grinder. Crusher. Crusher. Ne, Crusher ist was anderes. Ist es nicht Grinder? Könnte Grinder sein. Ah ne, der Grinder ist aus Mine Factory. Oder aus Factorization. Nicht dieses verdammte Cassowite Ore, weil ich nicht da dran vorbeikomme. Der Crusher ist aus Mechanism. Nee. Es gibt einen Crusher aus Mechanism, der ist, das ist aber wieder was anderes. Das ist aber nicht. Na, ist ja auch egal. Ich nicht. Ja, ich bin im Haus, ja. Kannst du mal gucken, ob wir noch Eisen haben? Haben wir nicht. Ja, wie viel? Haben wir nicht, okay. Ich habe hier gerade teil.tc blockcore.titaniumblock.name. Okay, scheint Titan zu sein. Ja. Kannst du den Gang hier kurz für mich... Ach, hast du schon. Danke. Okay, klatsch dir eine Fackel. Ja klar. Osmium ist wichtig, daraus können wir auch coole Sachen machen. Ja. Ihr habt Tin doch hoffentlich schon in eurem. Wir haben massenhaft Tin. Ich glaube, ich bin mittlerweile bei über einem Stack, weil es eben hier dieses Zeug gibt, das nennt sich Cassiterite. Was? Cassiterite. Ach, Cassiterite, okay. Und daraus gewinnt man Zinn und das gibt's einfach so in Unmengen. Weil wenn wir Tin haben, dann kommen wir echt enorm voran. Klar. Ja, natürlich. Wie der Jockel jetzt einfach alles machen will. Ja,
gerade nichts zu tun hat, sucht sich halt was. Ja, ist schon klar. Er hat doch eine Idee. Ist der Twilight Forest Mod hier drin? Nein, ich glaube nicht. Okay, ich komme schnell hoch und dann müssen wir die Folge auch schon wieder beenden. Denn wir sind schon bei über 15 Minuten. Theoretisch sind ein Maximum von 20 Minuten festgelegt, aber wir wollen ja bei den Folgen von 15 Minuten theoretisch bleiben. Wenn man mal überzieht, ist nicht so schlimm. Aber egal, ja, hier bin ich. Ich. Hier einmal das Zinn, hier nochmal das Zinn. Willst du mich verarschen? Ich snipe dich tot, Alter. Wir sollten das, glaube ich, auf später verschieben. Ja, wir sollten das auf später verschieben. Bis zur nächsten Folge wieder. Diesmal. Warte, das ist die Folge für Samstag, also bei Philipp. Bis dann, ciao.